Freunde, was geht? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metin 2. Ich habe den Screen ein bisschen ausgeblendet. Das ist Absicht. Ich sollte noch nicht gespoilert werden. Ne? Kommt alles. Aber das kann ich euch schon mal sagen. Ne? Es steht ja auch im Titel. Wir haben auf 95 gelevelt. Wie das Ganze jetzt ablief, kommt alles noch. Ne? Wir waren in der Grotte. Klar, 75 bis 95 läuft in der Grotte. Alle beschweren sich immer so über die Grotte. Ich weiß gar nicht. Ne? Ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Ja, also wie ihr gesehen habt, Grotte war einfach todesentspannt. Wie das Ganze mit den Leveln abgelaufen ist, das zeige ich euch gleich. Das Video hat aber noch deutlich mehr drinnen, sind teilweise richtig alte Clips dabei, die über einen Monat alt sind. Ja, die müssen halt jetzt irgendwie noch rein verarbeitet werden. Das sind so ein paar Trades, irgendwie Sachen, die ich mir halt noch gekauft habe für mich, ne? Alchi haben wir, haben ein bisschen Bio, wir haben was aus dem Stream, dies, das, jenes, also so ein bisschen Appen auch, ne? Ist auf jeden Fall viel drin, deswegen würde ich einfach sagen, Film ab und viel Spaß. Da kommen wir schon mal direkt zu den ersten sehr, sehr alten Clips. Ich habe mir versucht, eine 48er Rüstung hochzuziehen. Einfach, ich weiß nicht genau, ich glaube, ich wollte da Blitz drin haben. Oder ich wollte für den Flex oder Feuer oder irgendwas Cooles, glaube ich, wollte ich rein switchen. Deswegen dachte ich mir, komm, ich ziehe mal ein paar 48er auf plus 9. Beziehungsweise, ich versuche mal, dass irgendeine klappt. Und ja, naja, nee. Naja, wie dem auch sei, da wollte ich euch noch ein bisschen zeigen, so wie ich mein Geld mache. Da sind tatsächlich immer noch einige Mondis da, ein paar Fischtruhen sind noch da, das Zeug geht aktuell ganz gut weg. Ich warte da halt immer ganz gerne, bis da ein bisschen Zeit verstreicht, ne? Dann sind die Sachen auch mehr wert. Hier der nächste ganz, ganz alte Clip. Ich habe da das Gifty gekauft, das habe ich glaube ich so noch in keinem Video drin gehabt, wie ich das gekauft habe. Also jetzt sieht man auch mal, ich habe 55 Bon gezahlt. Wie gesagt, der Clip ist ein bisschen älter, ne? Das heißt, ja, gut, Preis, ich glaube heutzutage, ich weiß nicht, die sind ein bisschen gesunken, sagen wir es so. Haben wir hier auch gleich noch probiert, irgendwie ein bisschen Verzauberung drauf zu bekommen. Ich wollte Kraft des Feuers für Rasa dann später, der Socke hat aufgehört. Deswegen hat er mir halt einfach das umsonst verzaubert, da habe ich auf jeden Fall nicht nein gesagt. Und schaut auch jetzt sehr sick aus. Ja, hier dachte ich mir, okay, wenn es jetzt mal ein bisschen ins High-Level geht, ja, wenn es ein bisschen ins High-Level geht, wäre ein bisschen mehr Space im Inventory gar nicht schlecht. Deswegen habe ich mir einen ganzen Stack davon gekauft. Die Teile habe ich dann auch ein bisschen teurer wieder reingestellt, zumindest halt die ich üblich hatte. Die ging auch ganz gut weg. Nicht für den Preis, der hier angezeigt ist, aber ich glaube ein Kaka weniger dann pro Stück. Hier habe ich mich ein bisschen um die Bios gekümmert. Da habe ich tatsächlich geschafft, diese Eiskugel-Quest war es, glaube ich, abzugeben. Aktuell bin ich bei dieser Ziehovas irgendwas Holzast-Quest. Alter, ich sag's euch, ey, die gönnt halt null, ne? Wie viele Äste da fehlen, ne? Ich glaube, mein Rekord war 4 oder 5 Tage hintereinander kein passender Ast gefunden. Ja, richtig Trash, ne? Aber es muss, ne? Man sieht ja auch hier die 50 AB, die nimmt man halt auf jeden Fall mit. Und da kommen ja noch ganz andere Boni dann, die man auf jeden Fall mitnehmen sollte, wenn es dann auch nach oben geht. Ich glaube, so ohne Bios ist der Char halt irgendwie nicht so nice. Und jetzt kommen wir auch schon zu Alchi. Ja, ich habe da tatsächlich einiges gekauft. Ich habe die Clips auch ein bisschen dann sortiert jetzt halt, so wie hier, wo ich das ganze Zeug kaufe. Kaufen jetzt zum Beispiel gerade den Onyx raus. Ich denke mal so insgesamt, die ganzen Sachen, die ich gekauft habe, also die ganzen Alchi-Steine, die waren schon ganz gut. Hier, lasst euch nicht beirren, das waren 2,5 Won. Ich habe dann noch die restlichen 40 KK nachgeschoben. Aber ich denke auch, hier kann man irgendwie jetzt nichts falsch machen, ne? War ganz in Ordnung, würde ich sagen. Ich habe mir hier noch eine Jade rausgeholt. Auch ziemlich wichtig. Also hier Rubin, Jade, glaube ich, mit die wichtigsten tatsächlich. Jetzt hat, zumindest habe ich es so empfunden, wegen dem TP. Und naja, gut, Rubin braucht man nicht drüber reden, der ist halt einfach heftig, ne? Hier beim Saphir ist eigentlich relativ egal. Ich wollte trotzdem einen, der einigermaßen gut ist. So,
kommen ja doch öfter mal Leute vorbei, die einen vielleicht ein bisschen nerven wollen und sowas. Und dann wäre es gar nicht mal so schlecht, wenn man halt da nicht den kompletten Crap drin hat, Hauptsache, dass er da ist, sondern wenn da halt auch ein bisschen was drin ist, womit man vielleicht nochmal was anfangen kann. Und dann gehen wir auch schon ins Appen. Das, ja, Berg- und Talfahrt kann ich da nur sagen. Ich würde sagen, ich bin jemand, der bisher ziemlich viel Luck hatte, was das Appen von Alchistein angeht. Plus 4 ist, glaube ich, auch gar nicht mal so stressig. Später halt mit plus 6 wird es dann bloß ein bisschen kritischer. Man sieht aber eigentlich, also wenn ich jetzt auch an den Rubin denke, der ging in einen Wisch hoch. Also das ist ja, ne, Rubin haben wir jetzt ja schon länger, deswegen ist jetzt hier nicht dabei. Sonst muss ich aber auch sagen, bin ich da komplett fein. Zumindest bis der Onyx kam, ja. Hier, das ist jetzt dann eher die Talfahrt von der ganzen Geschichte. Der Onyx, der wollte nämlich nicht ganz so, wie ich das wollte. Da haben wir doch ein paar Drachenbohnen reingehauen. Alter, da habe ich erstmal gesehen, wie nervig es sein kann, Eiche zu appen. Das war mir davor gar nicht klar, weil bei mir immer alles so locker flockig durchging. Schön mit dem GF Plus hier noch reingehauen. Ja, habe halt einfach ein bisschen feuchtfröhlich weiter geappt, ne? Die Drachenbohnen gehen runter bis zum geht nicht mehr. Da habe ich ein bisschen Angst bekommen, weil ich GF Minus geschrieben habe. Ja, hier habe ich dann actually mit dem wirklichen GF Plus gearbeitet. Ne? Einfach nur für ein bisschen extra Luck, ne? Das ist ganz wichtig. Wie man aber sieht, ich hätte, glaube ich, einfach bei GF Minus bleiben sollen, weil ja, GF Plus hat irgendwie in dem Moment gar nichts gebracht. Also wir haben den Mantiva dabei, hat es auch gar nicht gepackt. Konnte es gar nicht mehr mit anschauen. Wir haben dann Discord-Übertragung gemacht, deswegen hatte ich mir kurz die blauen Drachenbohnen gegeben. Die haben ja ein bisschen bessere Upgrade, oder? Upgrade? Chance? Up-Chance? Ihr wisst schon, was ich meine. Dann haben wir halt die auf jeden Fall mit den blauen gemacht. Und dann ging das Ding finally auf plus 4, Alter. Ich schwör's euch. So. Ah ja, stimmt. Jetzt einsetzen. Genau, einsetzen habe ich dann auch ein bisschen umsortiert gehabt. Das habe ich noch auf der Handelsmap bei dem hier gemacht. Der Rest sonst lief auf Map 1. Da habe ich das ganze Zeug einfach Stück für Stück eingesetzt. Ja, ich denke mal, ist nicht schlecht. Ich habe jetzt schon zwei Meinungen gehört. Der eine meint, yo, ey, Legi-Ring von komplett Crap. So, hol dir lieber einen matten, mythischen so. Gut, Legi-Ding ist halt billiger, ne? In dem Moment hatte ich, glaube ich, gar nicht so jetzt die Mittel, da einen fetten, matten, mythischen reinzuhauen. Also ich meine, der ist halt dann doch ein Ticken teurer, ne? Also muss man einfach mal so auch dazu gesagt haben. So, ab hier wurde es dann sehr, sehr witzig mit den Kostümen. Da war Manti auch dabei. Wir haben uns da so ein bisschen, also er hat mir da geholfen, mich ein bisschen auf die Grotte vorzubereiten. Da haben wir erstmal geschaut, dass überall zwei Boni drin sind, damit ich da besser switchen kann, weil mit einem ist halt irgendwie Kacke. Bis zu 3 wollte ich jetzt doch nicht hoch, weil eventuell dauert das halt dann ewig und dann hast du ewig viele Kosten und so, ne? Ja, auf jeden Fall haben wir dann erstmal die Rüstung boniert, also die Skosi war ganz nice. Lol. Das ist perfekt. Okay, jetzt den Helm. Den Helm bitte mit 15 Blitz, 20 Teufel, danke. Audio habe ich extra drin gelassen, ist mit Manti abgeklärt, war nämlich sehr, sehr witzig. Ich habe zu ihm halt so aus Spaß gesagt, ja okay, komm, machen wir. Gar kein Stress, dann haue ich das halt rein. Also ich habe gar keine Ahnung halt, ne, ob das selten ist oder nicht. Ja, hat nicht lange gedauert, da war halt der gecallte Bonus direkt drin, ey, wir sind beide so abgebrochen einfach, war sehr witzig tatsächlich. So, dann haben wir uns hier noch ein bisschen die 7 Tage Autojagd geholt, ganz wichtig fürs Leveln, also wer Grotte aktiv levelt, Leute, dann, also ich weiß nicht, dann habt ihr echt nichts zu tun im Leben so, weil, nee. Vielleicht levelt ihr schneller, wenn ihr es aktiv macht. Okay, sehe ich ein, den Punkt. Aber trotzdem, und sei es drum, ihr seid doppelt so schnell, ja? Ich habe die 7 Tage schon fast komplett gebraucht. Also es waren dann, glaube ich, 6,5 Tage, wo ich durchgelevelt habe. Leute, viel Spaß, ja? Wenn ihr Bock drauf habt, go for it. So, wir gehen ja gerade auf Level 95, beziehungsweise, ja gut, ich bin's ja schon, ne? Und dazu gehört natürlich, dass man auch ein paar bessere Skills hat als jetzt irgendwelche M-Skills. Deswegen haben wir hier Furcht hochgezogen und das Ganze wird mit den Seelensteinen auch noch hochgelesen. So ist das Ding jetzt? Ja, das ist schon P, ne? Perfekt, perfekt, perfekt. Dann? Nein, ist nicht P. Ups, ja, ich sehe das nicht so clear in meinem Aufnahmeprogramm, weil ich ja gerade nachkommentiere. Jetzt halt aber, oder? Jetzt sind wir jetzt auf P? Jetzt sind wir auf P. Furcht P, wichtig. Die 37% weniger Angriffswert vom Gegner oder halt auch der Fehlschlag hauen schon ordentlich rein.
Verzauberte Klinge darf natürlich da auf jeden Fall auch nicht fehlen. Ich habe bei Furcht die Fails, glaube ich, nicht dabei. Ist auch ein, zwei, dreimal gefailt. Bei VZK habe ich sie noch. Ja, sieht man halt, ne? Es schlägt halt ein paar Mal fehl. Passiert. War aber in dem Moment auch gar nicht so wild, weil ich habe eh ziemlich viel Rangpunkte bekommen durchs Leveln. Von daher ging das auf jeden Fall schon fit. Und hier haben wir halt dann auch den nächsten P-Skill direkt hinterher. VZK auch auf PR. Jetzt muss er nur noch die VZR hoch, ne? Die bräuchten wir noch. Ja gut, Drachenwirbel. Ja, ja, ne, also der kommt schon irgendwann. So ist jetzt aber gar nicht mal so dringend. Hab mir hier, habe ich nur mal kurz gezeigt, aktuell ist ja dieses Event mit täglichen Belohnungen, konnte man immer sehr schön Push rausholen. Einmal hat richtig gegönnt. Da gab es 6 Stunden Heldenmedaille, die war sehr lecker. Sonst gab es eigentlich so im Schnitt, würde ich sagen, immer so 2 Stunden Push for free auf dem Nacken von der Gameford. Die haben das da ausgeteilt. Habe ich natürlich sehr gerne mitgenommen. In der Zeit habe ich auch meistens meine Yabis dann gezogen. Ja, was ich jetzt auch gar nicht gezeigt habe, fällt mir gerade auf, dass ich einen XP-Ring, einen 7-Tage-XP-Ring aus dem Itemshop noch gekauft habe, weil ich irgendwann zwischendrin gemerkt habe, jo, mit Leveln wird doch ein bisschen schwerer oder halt ein bisschen stressiger von der Zeit her, als ich gedacht habe. Ich dachte halt, ich komme da chillig durch mit den 7 Tagen, wenn ich meinen PC nur lang genug laufen lasse. Dem war aber nicht so. Ihr braucht trotzdem Push. Also war zumindest bei mir so. Hier habe ich ein kleines Zune-Opening gemacht, weil, ich habe ja gerade schon gesagt, bin ein bisschen in Zeitstress gekommen und da wollte ich halt irgendwie eine Heldenmedaille für den Tag rausziehen. Die gibt halt 50% mehr XP, die helfen auf jeden Fall schon mal ordentlich. Und den Push, also halt den höheren Schlagschaden nimmt man auf jeden Fall auch mit. Es ist halt deutlich besser in der Zeit, wo man einen höheren Schlagschaden dann hat, die Yabis reinzuziehen. Ihr haut halt einfach die Viecher schneller, so in der Stunde, wenn man den Schnitt nimmt, ne? Naja, wenn man es aber so anschaut, ja, Heldenmedaille, der war halt dann doch nicht so, ne? Mein Gott, dann bin ich halt einfach wieder zurück in die Grotte. Ich wollte jetzt nicht noch mehr von den Truhen auf den Kopf hauen, weil die sind ja auch potenziell zum Verkauf dann ein bisschen won, was ich halt auch auf jeden Fall auch brauche, weil ich meine, wir sind jetzt bei 95, ich muss irgendwie neues Gear bekommen, dass ich da weiterkomme. Ich habe die ganzen Sachen jetzt einfach mal drin gelassen. Hier ist ein bisschen langsamer als die Clips davor, weil es halt echt das finale Level ist, ne, Leute? Es war... Es ist halt trotzdem, auch wenn ich am Anfang so ein bisschen auf chillig, ne, ihr könnt ja voll viel nebenher machen, es ist halt trotzdem, ihr seht halt, wenn ihr Mädchen zockt, auf dem Main zumindest, nichts anderes als die Grotte, so, von daher irgendwo auch lame. Und man freut sich so oder so, auch wenn man jetzt nicht so viel Zeit am PC verbracht hat, einfach wenn der Charon endlich auf der guten Stufe 95 ist und man das Zeug einfach mal gepackt hat, ey. So, ist natürlich ganz klar, die Up-Session findet live statt. Ich denke mal, wir wollten ja auch irgendwie die Reaktion sehen. Ist jetzt halt halb so wild, das Zeug, ne? Aber ich dachte mir, komm, das ist jetzt noch irgendwie rumgeflogen, deswegen ziehen wir das einfach mal rein, ne? Ich mache jetzt auch gar nicht mal hier so lang. Wir ziehen jetzt mal das 5-Werk-Schild auf +7. Oh, perfekt, dann ziehen wir die ganzen Rüstungen hoch. Soll ich die mal hier in die Mitte ziehen? Up-Material habe ich mir alles davor richtig schön gegönnt. Warte mal, hey, Mönchplattenbande, der klappt aber, der klappt, ja, wusste ich doch. Jo, der hat viel geschlagen. So, und dann. Ach, die sind schon +7. Verstehe. So, dann. Ja, komm. 5 weg. Hoch da. Perfekt. Danke dir dafür. Und? Ja, es ist halt so Stuff, der einfach bei mir rumfliegt auf einem anderen Char. Es ist nicht +9, deswegen brauche ich das nicht. Außer es ist +9, dann wäre es fein. Oh, komm, Alter. Komm. Alter. Jo, ich dachte Real Talk nicht, dass das 5-Eck-Schild auf +9 geht. Ich glaube sogar, das ist deutlich mehr wert als so ein Mönchplattenpanzer oder die blutigen Helme, ne? Nice, freut mich. I guess, dann gehen wir jetzt zum Juwelier und machen das ganze andere Zeug. Leute, wir haben jetzt hier 2 plus 6er Kupfis, okay. 5, 6, 6. Ziehen wir erstmal die Holzschuhe hoch. Die von +1 auf +9 einfach mal hochziehen, das glaube ich, da glaube ich echt nicht dran. Wäre fresh, aber ich glaube nicht, ne? Aber wäre ganz nice auf jeden Fall, weil die hier kann ich mir jetzt schön auf meinen Ausrüstungslager-Char hauen. Oh, perfekt, okay, schon mal +6. Und ja, dann kann ich damit irgendwann irgendwas mal anfangen. Oder ich vertick's einfach, keine Ahnung, mal schauen. Also wir haben jetzt hier +6er Stuff, das hauen wir jetzt einfach. Ach, stimmt, oh, stimmt. Okay, jetzt alles +6, dann gucken wir mal, was hier von alles +7 geht. Sehr schön. Oh ja, nehme ich auch mit. Ja, okay.
Also wenn, dann gehst du jetzt, also wärst du jetzt kaputt gegangen. Jetzt musst du aber auf neuem, weil jetzt wird es gleich teuer mit diesen roten Haarbändern, ne? Das fehlgeschlagen, okay, halb so wild. Ein bisschen Schwund muss sein, ne? Gut. Und die hier. Okay. So, haben wir schon mal das ganze Zeug hier plus 7. Dann nächste Schippe. Ich gehe von vorne einfach durch. Einfach zack. Rein da. Fehlgeschlagen. So, wollen wir es doch, ne? So, dann haben wir die schon mal plus 8. Okay, Fail. Oh, ja. Also. Okay. So, jetzt hier mit den roten Haarbändern. Natürlich, da wo es teuer wurde, ne? Alright, so, die hier. Perfekt, wir haben schon wieder was plus 9. Und, ja, ich hab's gesagt, aber plus 8 hätte ich auch nicht erwartet. Not that bad. Okay, ja, ich würde sogar sagen, für das, was ich hier hochgezogen habe, ich werde, glaube ich, irgendwo hier ab Material kosten, abkosten und hier ist mein Young. Und da, glaube ich, was das Zeug, also die beiden Sachen jetzt halt aktuell wert werden. Ja, dann können wir mal gucken, ob ich jetzt hier Verlust oder Gewinn gemacht habe. Aber ich sollte eigentlich ziemlich gut Gewinn gewesen sein. Also, ne, es sollte ein Gewinn gewesen sein. Ich weiß gar nicht, ist jetzt hier zu Ende oder geht's weiter? Keine Ahnung, irgendein Schnitt kommt jetzt. Hier kommt jetzt ein kurzer Stream-Ausschnitt. Da hat mir jemand einfach 78 Mondis gegeben und meinte, yo, hey, hier für den Content, öffne einfach mal. Dann dachte ich mir halt, komm, das nimmst du auch einfach so noch auf und packst auf jeden Fall mit rein ins Video. Okay, ich glaube, wir haben hier 2 von bekommen. Wir hatten davor 14. 4 Segenskugeln nehme ich auf jeden Fall gerne mit. 3 hiervon nehme ich auch gerne mit. Die sollen im High-Level ganz gut sein, ne? Ist jetzt zwar für jetzt nichts, aber im High-Level. Während der Suda in der Grotte stand, habe ich einfach aus Jux ein bisschen auf den Ninja gespielt. Und der braucht natürlich eine Rüstung. Haben wir auch im Stream gemacht. Okay, die 7er. Komm, ab da wird es halt dann sehr interessant. Beziehungsweise ab jetzt halt. Ab 2, also ab plus 7. So. Abfahrt, komm. 7, rein da. 7, rein da. Da war ich schon ein bisschen aufgelegt, weil Rüstungen ab war bei mir eigentlich nie so mit Glück verbunden. Vollkommen fein. Bin ich vollkommen fein mit, was da war. Naja. Okay. Good luck. Danke, danke, danke. Jetzt ist plus 8. Jetzt ist plus 8. Mal gucken. Also es wäre auf jeden Fall sehr fresh, wenn wir auf 4 Tries wären ganz gut. Okay. Soll ich einfach weiter durch? Soll ich weiter durch? Ich bin ehrlich, ich bin ein bisschen aufgeregt, ey. Ja, ich glaube auch. Okay. Wir haben einen Try, 2 Tries, 3 Tries, 3 Tries, 4 Tries. Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. 4 Tries ist okay. So, jetzt hat, Leute. Ton, ganz wichtig. Okay, wir haben eine. Wir haben eine, ich bin zufrieden. Ich bin so zufrieden. Real Talk. Was ich schon geabt habe, wir haben eine. Oh. Geil, Alter. Geil, Alter. Freunde, dann war es das auch schon wieder mit dem Video. Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like. Wenn ihr irgendwie was zum Diskutieren habt, gerne ein Kommi. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann einfach ein Abo dalassen. Ich denke mal, dann habe ich damit alles gesagt. Ja, danke fürs Zusehen, Leute. Und wir sehen uns einfach bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut.